Es ist raus. GNTM Giuliana als erste Transsexuell im Playboy. Wird damit ein Wandel im Playboy eingeläutet? Spätestens nach Germany's Next Topmodel dürfte Giuliana Farfalla, 21, vielen ein Begriff sein. Als erstes Transgender-Model überhaupt nahm sie an der letzten Staffel des Erfolgsformates teil und wurde 11. Jetzt kann sie sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen, lässt sich als erste Transsexuelle für den deutschen Playboy ablichten. Das ist eine wahre Sensation für die Männerzeitschrift. Die blonde Beauty wird das Cover der Februar-Ausgabe des Erotikmagazins zieren. Der Playboy ist begeistert von In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau. Und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist, erklärte KEF-Redakteur Florian Butten in der Pressemitteilung. Das Magazin mache sich ganz in der Tradition des kürzlich verstorbenen Gründers Hugh Hefner 91, für die Freiheit des Einzelnen stark. Das 21-jährige Model wird bald öfter zu sehen sein. Das diesjährige Dschungelcamp, das an 19. Januar startet, wird für 14 Tage ihr Zuhause. Dies wurde heute früh in der Sendung Guten Morgen Deutschland bestätigt. Neben vielen ekligen Galanes muss sie sich dann wohl auch einige Fragen ihrer 11 Mitbewohner zu ihrer Transsexualität anhören.